Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier zu einer weiteren Runde Gothic 3. Ja, als Feuermagier oder als Magier, sage ich jetzt mal im Ganzen, dieses Zielgeräusch von dem Stab klingt so unpassend. Passt irgendwie gar nicht rein, ich weiß auch nicht. Ach ja, guck mal, er hat sogar einen Alchemietisch hier, das ist ja cool. Zeig mir deine Ware. Der Sebastian, Mensch, er hat noch eine Robe. Gut, die kaufe ich jetzt nicht. Tatsächlich würde ich aber mal gucken. 1000 für Sonnenkraut. Also Mana-Tränke kann ich noch nicht herstellen, aber ich warte mal, ich guck mal ganz kurz. Was brauche ich denn, um Mana-Tränke herstellen zu können? Moment. Nee, ich glaube, ich kann schon Mana-Tränke herstellen. Moment. Wenn ich das Rezept habe, müsste das gehen. Oder? Ich prüfe mal ganz kurz. Oh, übrigens, schwarzer Rohr bringt mir 20 Mana. Die sollte ich konsumieren. Oh, ich habe echt nichts, was ich dem geben kann, ey. Ein Bettelarm. Kann ich Mana-Tränke herstellen mit Alchemie 1? Nee, ich brauche Alchemie 2, verdammt. Egal, wir haben schon mal das Rezept. Das ist schon mal gut. Das hätte ich mir früher oder später sowieso gekauft. Für Alchemie 2 brauchen wir 45 Alchemiewert. 14. Das ist schon echt wenig. Zeig mir deine Ware. Gut, dann kaufe ich mir aber trotzdem mal hier noch ein paar Fläschchen. Und ach, die Tränke. 3000. Boah, ey. Zwei kaufe ich mir mal. Kauf mir noch mal das Rezept für 1000, glaube ich. Zeig. Hier, das hier aus Sonnenkraut. Die Herstellung aus Sonnenkraut. Da kann ich mir schon mal 3 machen. Plus jetzt nochmal die 21 von hier. Tja. Jetzt habe ich mal einen ordentlichen, was heißt ordentlichen Vorrat, aber mal einen kleinen Vorrat an Tränken mir mal jetzt hergestellt. Die 2 Mana-Tränke, ich bin ganz ehrlich, ich will die gar nicht herstellen. Muss ich ganz ehrlich sein. Weil ich glaube... Was laber ich hier? Ich meine, die 2 Mana-Tränke will ich gar nicht trinken. Weil die einfach zu wertvoll sind. Ja, am Anfang muss man sich mit Zaubern ein bisschen zurückhalten. Weil es schon, ja, teuer ist. Aber gut, wir gehen jetzt nach Cap Dun. Questen dort... Ja, ich würde es auch noch nicht befreien, ehrlich gesagt. Also ich würde da jetzt noch keine Revolution starten. Ich würde es halt trotzdem so versuchen, dass ich dort alle Quests erfülle und so für die Orks. Halt die meisten, nicht alle, aber so die meisten halt. Warte mal, da fällt mir ein, ich könnte ja nochmal hier unten an die Küste erstmal schnell hingehen. Ihr wisst warum. Da hängen ja, das sind ja hier die Lumpen da, die urkrass Lagerkisten gesnackt haben. Die sollte ich mir holen. Oh Gott, Alter, ich bin so schlecht. Aber ja, ist so schön, aller Anfang ist schwer. Ich habe schon mein halbes Leben verloren. Okay. Probier es mal mit dem Stab. Alter, erstmal speichern. Ich habe schon in der letzten Folge, habe ich gar nicht so viel gespeichert, ne? Den Gegner auf Abstand zu halten, ist ganz gut. Diese Superheldenlandung, ich feiere das so ab. Naja, aber so sammle ich auch ganz gute Erfahrungspunkte, also. Jetzt hier nochmal ein bisschen durch die Küste, über die Küste streifen. Ein paar Kisten plündern. Es ist schon wichtig, dass man das macht.
Aber ich muss echt sagen, mein Konsum an Mana-Tränken oder an Heiltränken, der wird exorbitant hoch sein. Vor allem in dem, ich sag mal, im ersten Drittel des Spiels. Abgebrochen. Ich werde irgendwann darüber gehen und sagen. Abgebrochen. Oh, ey, das gibt es nicht. Irgendwann werde ich rübergehen und sagen, okay, jetzt lerne ich halt mal Lebensenergie und Mana-Regeneration. Das wird dann sehr viel Geld sparen, glaube ich. Und vor allem werde ich, ja, die Zauber lernen. Also vor allem heilen wird ein super wichtiger Zauber werden. Da kann ich theoretisch, könnte ich dann sogar auf Heiltränke komplett verzichten. Da könnte ich alle meine Fläschchen in Mana-Tränke investieren. Und könnte halt nur noch, bräuchte nur noch Mana-Tränke herstellen. Industriell, also in großer Masse. Ja, Stab kann schon nicht schlecht sein. Aber ich sollte, wie gesagt, sparsam sein mit meinem Mana. Im Moment noch sehr begrenzt. Ja, irgendwie hätte ich jetzt so einen kleinen Ruckler. Unschön. Ah, da vorne sind sie. Diese Banditen. Die Halunken. Tja. Habe ich jetzt doch mal hier so einen Trank. Hm, wie gehe ich da jetzt vor? Ich könnte... Ach, ich hätte mir ein Tier mitbringen können. Krankheit übertragen würde noch gehen. Schrecken würde noch gehen. Flammenwelle würde gehen. Aber... Doch, könnte ich machen. Das könnte ich tun. Ich komme nur nicht nah genug an die ran. Nein! Jetzt habe ich so ein Ragout gegessen. Ich muss laden, sorry. Nee, das kann ich... Also das kann ich mir jetzt absolut nicht leisten. So ein Ragout zu essen... Das ist zu viel. So. Nee, das geht nicht. Einfach so eine Schildkröte, die so einen fickten Panzer hat, einfach so tot geprügelt mit so einem Holzstock. Das ist schon ziemlich brutal. Ich hoffe nur, meine Mutter sieht dieses Video nicht. Er hat selber Schildkröten großgezogen. Ich hatte mal sogar eine eigene Schildkröte. Unter denen hieß Edwin. Das ist schon lange her und Edwin ist schon lange tot. Leider. Oder? Nee, ich glaube nicht. Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Könnte sein, dass sie mittlerweile im großen Teich lebt. Ich schweife ab. Ich wollte genau hier. Den Zauber da mal hinlegen. Jetzt könnte ich doch ein bisschen was gebrauchen, was mir hier gerade mal ein bisschen Mana bringt. So, jetzt speichern wir nochmal. Ich probiere es einfach mal mit der Flammenwelle. Wenn ich mich von hinten anschleiche an die Truppe, könnte das was werden. Flammenwelle könnte für den Anfang genug Damage machen. Ich muss das Schleichen eigentlich mal irgendwann umlegen. So, speichern. Ich mach dich fertig. Okay, das war's dann mit meinem Schleichplan. Ah! Scheiße, oh Mann, ey. Genau wegen sowas hasse ich diese blöden Zauber, ey. Die einfach 100 Millionen Jahre dauern, bis man die castet. Das ist so schlimm. Boah, ey. Brauchst du 1000 Jahre? Ich mach dich fertig. Was zum... Alter, was ist hier passiert, Junge? What the fucking hell? Kann mir gerade mal einer erklären, was hier... Alter, was? Was ist hier passiert? What in the heck is going on? Das... Ich wusste, dass der Zauber gut reinhitten könnte, aber dass das passiert, hätte ich nicht für möglich gehalten. Alter, was? Den hat's einfach komplett wegrationalisiert, einfach.
Ach du Scheiße, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh Junge, Junge. Das muss ich mir unbedingt dann später nochmal im Replay angucken, ey. Der ist ja einmal über die halbe Map geflogen, ey. Shit. Okay. Das war witzig. Muss sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut, das hat sich gelohnt. Nicht schlecht. Ach, hier war noch ein Räuber. 30 Gold und Schnaps. Hier hinten ist das Schwert irgendwo hingeflogen, ey. Ach du Heilige. Das ist abgefahren. Okay, nice. Gut, gehen wir mal zum Bauernhof pennen. Ich werde jetzt hier keine Tränke vergeuden. Ich komme nicht drauf klar, ey. Ich habe damit nicht gerechnet. Gut. Sehr schön, den haben wir weggemacht. Okay. Oh ja, so viel braucht es jetzt nicht mehr für das nächste Level up. Das habe ich bald. Reingeholt, nicht schlecht. Ich überlege halt wirklich stark zu sagen, ich investiere die Lernpunkte dann direkt in Alchemie, damit ich so schnell wie möglich Alchemie Stufe 2 lernen kann. Ich glaube, dass das sinnvoll wäre. Das wäre weise, mein Freund. Okay, ja, das mit den Wölfen, das wird auch nochmal ein Spaß werden. Aber dafür haben wir ja Jens Hütte hier, wo wir pennen können. Junge, die Hirsche. Also so einfach kommst du nie wieder an Beute, Jens. Reisende sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Ich will ins Dorf. Dann bist du auf der Suche nach Arbeit, was? Kommt auf die Arbeit an. Die Söldner im Dorf brauchen bestimmt noch jemanden. Vorausgesetzt, du kannst mit einer Waffe umgehen. Was machst du hier? Ich bin Jäger, aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Wild. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfelle. Zeig mir deine Ware. Tja, bei ihm hätte ich wahrscheinlich dann Bögen gekauft und hier den Lederbrustpanzer und so weiter, wenn abgestimmt worden wäre, dass wir Jäger werden, aber das ist nicht der Fall. Von daher kann ich bei ihm zumindest ein bisschen handeln und ein bisschen Gold rausholen wieder. Jo, ach ja, genau, hier Bisonfell. Sehr gut, jetzt sind wir wieder ein bisschen flüssig jedenfalls. Ein bisschen Kram, den wir auch looten können. Das riesige Wildschwein. Köpflein an der Wand. So, okay, jetzt geht's darum, die Wölfe hier zu töten. Aber ich sag mal so, wir haben ja einen unendlichen Mana-Vorrat, in dem wir die ganze Zeit schlafen können wieder. Hier. Warum schießt er so Einzelsalben ab? Ich will, dass er den ganzen auflädt. Warum macht er das nicht? Ist mir unklar. Weiß einer, warum das so ist? Warum lädt er manchmal einen Feuerball auf und warum manchmal nicht? Ist das vielleicht so eine Anti-Spam-Mechanik, dass dazwischen irgendwie 2-3 Sekunden Delay ist, dass man das nicht spammen kann die ganze Zeit? Könnte ich mir fast schon vorstellen, dass das so ist. Damit man das halt nicht die ganze Zeit raushauen kann. Wäre natürlich ultra schade, weil das würde die Magie, würde es aus der Magie den ganzen Spaß rausnehmen irgendwie so ein bisschen. Ja, genau sowas will ich haben. Quasi die zielsuchenden Feuerbälle, man kennt sie. Ach, sehr gut, der Feuerball ist so stark, dass er sogar den Wolf, der langsam schon sehr langsam sterben lässt. Ist aber angenehm. So, schlafen wir bis zum Mittag. Das reicht schon. Wir müssen gar nicht bis zum nächsten Morgen pennen. So schön hell hier. Hör auf mit der Magie! Chill, Bruder. Ich glaube, das reicht sogar schon echt, dass der Wolf stirbt.
Du musst gar nichts machen. Ich glaube, die verrecken einfach an den Flammen. Das ist angenehm. So macht Magie Spaß. Warum? Warum? So. Ist halt schön, wenn man hier ein Bett hat, woran man die ganze Zeit pennen kann. So, das ganze Fleisch direkt mal braten hier. So, er hatte was gedrückt. Da ist gucken. Noch so ein Mistvieh! Dem hast du armselige Kreatur. Vor allem gerade noch, da ist so ein Drecksvieh und dann so, ach, armselige Kreatur. Schon ziemlich fishy. Ach, da ist ein Hirsch vorbeigelaufen. Ich dachte gerade, hey Jens, was willst du denn da in der Ecke? So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Pflänzchen. Oh, diese abendliche Atmosphäre ist auch schön. Es ist einfach so schön. Ja, Belia, mit dir werde ich auch noch bald zu tun haben. Spätestens sobald ich in Varant einkehre. Ich mag dieses Gedankenexperiment zu sagen, in Myrtana sind wir Feuermagier und in Varant sind wir Schwarzmagier. Ja, kommt doch her, ihr blöden Wölfe. Oh. Ach, das waren schon alle? Das waren schon alle? Ich dachte, da sind noch viel mehr. Das ist mir jetzt aber ein Rätsel. Aber gut, hey. Ich nehme den Questerfolg an. Wäre ich ja schön blöd, wenn ich es nicht tun würde. Komische Skelette, wo keine Waffen dabei sind. Das ist aber eher selten. Gib mir diese Truhe. Abgebrochen. Dammit. Ja, schön, schön. Blitzschlag vor allem, sehr guter Zauber. Den kann man wahrlich immer gebrauchen. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht auf eine spezielle... Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht auf eine spezielle Göttermagie mich fixieren, jetzt nur Innos Zauber lernen oder so. Ich werde natürlich alle Zauber lernen, die mir irgendwie nützlich sein könnten. Also auch bei Adanos. Das ist gut, bei den Adanos Zaubern muss ich natürlich ein bisschen gucken, dass ich zumindest, ich sag mal zumindest, die Eislanze lerne. Das wäre schon so das Minimum, was wohl drin sein muss. Und Schlösser öffnen. Und Telekinese. Das sind so die drei Zauber, die ich mindestens lernen muss. Telekinese, damit ich quasi Schlösser knacken kann. Und Eislanze, ja, das wäre schon irgendwie notwendig. Dafür brauche ich 200 altes Wissen, das ist natürlich nicht so ohne. Ja. Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Klar. Hier, nimm. Super, danke Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Da im Hintergrund. Ich reiße den Kopf ab. Der Bruder hat richtig Bock auf seinen Job. Sind die Banditen oder was, ja. Wem hast du es gezeigt? Weg mit der Waffe. Shit. Den habe ich leider nicht bekommen. Schade. Ach ja, genau. Ich muss mir von Jens eigentlich noch die Wolfsfell-Quest geben lassen. Egal. Mal später. Ja, ich habe ja beim letzten Mal, habe ich ja Harenk wieder zurückgebracht, glaube ich, zu dem Assassinen. Oder habe ich das? Nee, da habe ich ihn schon entkommen lassen, tatsächlich. Da habe ich ihm zur Flucht verholfen. Okay, dann sammeln wir diesmal Punkte bei den Assassinen und bringen den mal wieder zurück. Hey du,
Du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Erst kürzlich habe ich den Ork sogar einen echten Paladin verkauft. Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Ich fange Harek wieder ein. Wo ist er? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon geholt. Wahrscheinlich ist er noch in der Gegend. Vielleicht hat ihn vor der Stadt jemand gesehen. Das Leben als Sklavenjäger scheint sich zu lohnen. Hilf mir, dann erzähle ich dir vielleicht mehr darüber. Ja, ich glaube, ich kann das Gold jetzt ganz gut gebrauchen, dafür, dass ich ihn wieder einfange. Von daher machen wir das mal. Hoho, ein neues Gesicht. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... Eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Bufford. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Wer ist Bufford? Er ist ja der Chef. Zumindest von uns Söldnern. Also, wenn du nicht gerade ein Ork bist und zu Uruk gehörst, ist er deine einzige Chance, hier ein Bein auf die Erde zu kriegen. Du findest ihn am Ende der Hauptstraße. Er steht meistens vor seiner Hütte. Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Was gibt es in der Stadt? Stadt? Kapdun ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine ordentliche Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Lass mich in Ruhe. Schade, dass ich hätte ihn fragen können wegen Harek. Jetzt fängt es gerade mächtig an zu regnen, höre ich gerade. Cool. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann, du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kapdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Ich bringe dich jetzt wieder zu deinem Besitzer, Gamal. Ach, scheiße, ey, Mann, bleib ganz ruhig. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass uns reden. Ich denke, gleich am Ausrasten ist. Keine Widerrede. Du wirst mir jetzt folgen. Na schön. Wenn du dich nicht erweichen lässt, werde ich tun, was du sagst. Ich bring dich weg. Gut. Eigentlich widerstrebt mir das so ein bisschen, ihn zurückzubringen. Aber auf der anderen Seite haben wir einen weiteren Kämpfer bei der Revolution dann. Das ist schon wichtig, wenn die Sklaven hier dann mitkämpfen und er ein Schwert mitschwingt. Mein Sklave, sehr gut. Wer weiß, was er sonst noch für Ärger gemacht hätte. Hier, diesen Sack Gold hast du dir verdient. Und wir beide unterhalten uns später, Freundchen. Wow, okay, 100 Gold, naja. Zeig mir deine Ware. Geht so. 23.000 Gold besitzt er? Ach du Scheiße. Okay, krass. 23.000 Gold, das ist eine ordentliche Menge. Ich leg mal die Dübel hier auf die Leiste. Nicht schlecht. 23.000 ist eine stattliche Summe. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Der gleiche Sprecher nochmal. Was machst du hier? Ich bin der Alchemist der Stadt und sehr beschäftigt. Verkauf mir deine Tränke. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich jedem dahergelaufenen meine Ware verkaufe? Dafür wirst du schon etwas tun müssen, Meister der Dreistigkeit. Was willst du?
Ich brauche einen Sack voll Zutaten für meine Arbeit. Besorge mir ein Dutzend Heilpflanzen und wir kommen vielleicht ins Geschäft. Dutzend sind 12, ne? Wo finde ich Heilpflanzen? Schau mal oben am Leuchtturm. Gestern habe ich dort einige gesehen. Warum hast du die nicht abgeerntet, Mann? Kannst du mir Alchemie beibringen? Tu etwas für mich, dann werde ich sehen, was ich für dich tun kann. Naja, gut. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Du bist neu hier, oder? Bist du gekommen, um für die Orks zu arbeiten? Hast du ihr das Sagen? Ja, aber auch nur bei den Söldnern. Die Orks sind die Herren der Stadt. Aber als Söldner der Orks lässt es sich eigentlich recht gut an ihrer Seite leben. Was ist mit dir? Einen starken Kerl wie dich kann ich brauchen. Ich habe kurz gelesen, was wäre, wenn ich mich den Sklaven anschließen möchte. Was wäre, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte? Gut, pass auf. Dein Ansehen bei den Orks ist deine härteste Währung. In jeder Stadt des Reiches sitzt ein Ork ganz an der Spitze. Hier in Khabdun ist es Uruk. Wenn du die Orks dazu bringst, dass sie dich mit dem obersten Ork reden lassen, dann hast du es geschafft. Gamals Sklave ist wieder da. Er hat nur Gutes über dich zu berichten. Oh, es gab nochmal Erfahrungspunkte. Was hast du zu tun für mich? Vor der Stadt streuen eine Menge hungriger Wölfe herum. Sie fressen schon mal gerne ein paar Sklaven. Das sehen die Orks gar nicht gerne. Die hungrigen Wölfe sind Geschichte. Du hast dich um die Wölfe gekümmert. Gar nicht mal so schlecht. Hier, hast du deinen Sold. Nice, jetzt wird erstmal schön abgecashed hier und wieder. Wie steigere ich mein Ansehen bei den Orks? Mach dich nützlich. Zeige den Orks, dass du es drauf hast. Obwohl du nur ein Mensch bist. Ganz einfach. Irgendwann wirst du von ganz allein zu Uruk vorgelassen. Ich werde deine Taten beobachten. Wo kann ich mich noch nützlich machen? Sprich mal mit dem Proviantmeister Deckard. Der hat immer was zu tun. Außerdem kannst du dir bei ihm neue Ausrüstung besorgen. Wo finde ich den Proviantmeister Deckard? Geh Richtung Leuchtturm. Hinter Urkras großem Lagerhaus haben wir unsere kleine Hütte. Unser Proviantmeister passt dort auf unseren Kram auf. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, da fehlt noch ein bisschen was. Ja, der gute Proviantmeister Deckard. Deckard! Der wollte, glaube ich, 3 Heiltränke haben. Aber vorher sneak ich mich doch mal ganz kurz hier rein. Am besten, du hältst dich da raus. So. Kann dir doch egal sein. Die Pokale haben wir mitgehen lassen. Und den Teleport. Er ist auch wichtig. Diese Sandalen einfach. Die Sandalen sind das Beste. Hey du! Komm her! Meine Waren sind immer noch nicht gekommen. Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe, du kreuzt vorher nochmal hier auf. Ich denke, das Zeug hier gehört dir. Na also, her damit! Gut. Was willst du noch? Los, hau ab! Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Also gut. Hier, nimm das Gold. Und jetzt, verschwinde! Als Lagermeister hat man bestimmt immer Arbeit. Das kannst du laut sagen, Mora. Vor allem machen mir die Söldner Probleme. Sie machen sich einen Spaß daraus, Hasen. Hirsche und Wölfe zu jagen. Mit meinen Pfeilen und Bolzen. Wieso mit deinem? Was glaubst du, woher der ganze Pfeilvorrat kommt? Die Söldner werden bezahlt, damit sie Morarbeit erledigen. Dafür gebe ich jedem einen Köcher mit Pfeilen oder ein Bündel Bolzen. Und was ist jetzt dein Problem? Du wirst für mich neue Lieferungen holen. Aber ich bin kein Söld. Ich will kein Aber hören. Du besorgst mir neue Pfeile und Bolzen. Bekomme ich die Lieferung einfach so übergeben? Was nützt mir eine Lieferung? Ich brauche Pfeil- und Bolzenbauer, die mir das Zeug zusenden. Dann werde ich mich nach Händlern umschauen. Gut, Mora. Um die Bezahlung der monatlichen Lieferung kümmere ich mich. Wie nett er sein kann. Ja, diese Quest, die kenne ich natürlich noch. Komm, wir nehmen sie einfach mal an. Brauchst du viele Bolzen? Bei Bolzen kommt es nicht auf die Menge an, sondern auf die Qualität der Geschosse. Wenn ich im Monat 200 normale und 300 Klingenbolzen bekomme, bin ich bereits zufrieden. Aus Tris bekomme ich genau die Ware, die ich haben will. Hört sich teuer an. Ja, Mora. Es wird sehr teuer. Der dortige Schmied hat hohe Preise.
Deswegen gebe ich dir jetzt 200 Goldstücke mit. Und weitere 300, wenn ein Bolzenbauer für Klingenbolzen gefunden wurde. Falls du mit dem Gold abhauen solltest, werde ich dich persönlich töten. Sonst noch was? Ja, mach dich jetzt an die Arbeit, Moa. Ach, wie viele Pfeile brauchst du? Das weiß ich noch nicht genau. Es sollten aber mindestens 900 Stück im Monat sein. Kennst du einen Händler in Silden, der solch eine Menge Pfeile verkauft? Wenn ich einen kennen würde, müsste ich dich nicht losschicken, Moa. Allerdings besitzt Silden ebenfalls eine Art Vorratslager. Frag mal den Lagerwärter Givis. Verstehe. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Na gut, der hat mir gerade 200 gegeben, also bin ich unterm Strich mit 100 raus, das passt schon. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Zeig mir deine Ware. Hat der irgendwas? Naja, bis auf Gold, aber... Das interessiert mich nicht so wirklich, was er verkauft. Ah, passt schon. Gib mir mal ein bisschen Geld. Kann jede Münze gebrauchen, die ich kriegen kann. Genau, 12 brauche ich für den Alchemisten. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. Bufford schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Ach, sagt er das? Hört sich gar nicht nach Bufford an. Umsonst gibt's gar nichts, klar? Arbeite erstmal für mich. Dann reden wir über deine Ausrüstung. Hast du Arbeit für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. So, sehr gut. Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an, was ich habe. Er hatte, ja genau, ich erinnere mich. Oh, altes Wissen ist natürlich wertvoll. Lebensenergiebonus auch nicht schlecht. Ja. Aber gut, ich kaufe mir davon erstmal nichts. Ich kann mir davon jetzt im Moment eh erstmal nichts leisten. Also passt das schon. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle danke ich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann hier in Kapdun weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und ein Like für mehr Gothic-Content da. Bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da, in diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.